Dazu braucht ihr eine Gurke, ein Stück Radieschen und dazu braucht ihr eine Karotte. Jetzt legen wir los und schneiden ein bisschen. Und viel Spaß mit diesem Video. Es geht so, was geht ganz einfach, Kaninchen-Eis. Schneiden wir jetzt eine dünne Scheibe. Ein Radieschen. Wir können es mit Ananas, mit ganz vieles auch machen. Halbiert ihr das und macht es in solche Scheiben. Und dann noch ein bisschen kleiner, dass jedes Kaninchen was hat. Jetzt haben wir es geschnitten. Jetzt zeige ich dir, was man da noch alles braucht. Jetzt dazu braucht ihr einen Messbecher. Ihr macht das Wasser bis auf 100 Gramm. Kaltes Wasser am besten. Nicht so aufdrehen am besten. So. Gucken wir jetzt, wie viel wir brauchen. 100 Gramm. So. Reicht schon. Dazu braucht ihr so einen Teller. Das ist ein Eis. Also ein Gemüseneis. Das ist gut für die Tierchen und man friert es halt nicht ein, das Wasser, sondern man schüttet es einfach in den Teller, tut das Gemüse da drauf und dann passt schon alles. Schauen wir uns dieses Video jetzt mal an. Jetzt werde ich es euch mal zeigen. Viel Spaß! Jetzt tut ihr den Messbecher auf dem Teller ganz vorsichtig aufgießen. Dann tut ihr das Gemüse da drauf. Man kann es auch mit Obst machen, Gemüse. Aber das mögen sie am liebsten, meine Tiere. Jetzt tun wir das zu den Kaninchen rein. So, und jetzt habe ich das reingestellt. Keine Sorge, meine Kaninchen haben diesen Stock. Die zwei Kleinen, die da und der. Der und sie. Sie und sie. Weil ich musste sie trennen, wegen dem, weil das Männchen und Weibchen sind. Aber wenn man ganz dabei bleibt, machen sie eigentlich. Komm, ess mal diese. Und wenn sie ein bisschen... Also im Wasser reinsteigen macht es nichts, weil ich habe sowas, dann können sie draus trinken, dann steigen sie auch oft rein. Und das fühlt sie an, ob es ihnen schmeckt. Nicht wild sein. Meine Kaninchen sind echt wild manchmal. Das war's leider schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal in meinem Kanal. Bei Sebastians Tierwelt. Tschüss, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Jetzt sind sie wieder bei sich zu Hause.
Jetzt haben sie schon alles aufgegessen. Also tschüss.